Am heutigen Tage machen wir erstmal wieder ein Video zu allen Möglichkeiten, sich in Fortnite rettet die Welt V-Bucks zu erfarmen und beschaffen. Ich hoffe, euch geht's gut, begrüße euch ganz herzlich zurück und wir legen einmal los. Es beginnt wie immer mit den täglichen Quests, mit quasi dem Tab Auftragsbeschreibung und wir haben hier natürlich einige Möglichkeiten. Man muss auch gleich mal dazu sagen, dass jetzt, naja, dass das Wortspiel wir erfarmen V-Bucks ein bisschen, naja, nicht alle können eben V-Bucks erfarmen. Das können nur die Spieler, die sich Rettet die Welt gekauft haben, bevor die Entwicklungsphase 2020 im Sommer geendet ist, vor quasi 3 Jahren. Alle Spieler, die jetzt zum Beispiel Rettet die Welt vor 1, 2 Jahren gekauft haben, werden sich statt den V-Bucks nur noch Röntgen-Tickets erfarmen können, mit denen man sich quasi, ja, die Lamas hier kaufen kann. Ist ja auch nichts Schlechtes. Das ist übrigens ein ganz gutes Lama, das kaufen wir gleich mal. Wollte ich nur gesagt haben, nicht, dass es dazu, ne? Ja, die meisten wissen das, aber wer es nicht weiß, dafür gibt es dann eben Röntgen-Tickets. Alle anderen Spieler bekommen eben quasi die V-Bucks und auch extra noch die Röntgen-Tickets. Ist ein bisschen ungerecht, aber das wollen wir jetzt nicht zu weit ausbauen, das Thema. Ja, es gibt da verschiedene Missionen. Missionen, die hier mehr V-Bucks oder Röntgen-Tickets geben oder auch weniger. Ich spreche jetzt hier einfach von V-Bucks. Tut euch das einfach bitte, falls ihr keine V-Bucks bekommt, sage ich nochmal jetzt, als Röntgen-Tickets denken. Ich habe hier zum Beispiel eine, die gibt 80 V-Bucks und ich mache das Video eben jetzt hier am 11.07., weil vor einigen Wochen ja ein bisschen was angepasst worden ist. Es gibt zum Beispiel ja keine täglichen Einlog-Belohnungen mehr und somit quasi auch dort wurde die Möglichkeit gestrichen, sich V-Bucks erfahren zu können. Dort, da hatte ich auch schon mal ein Video gemacht, kann man jetzt quasi die V-Bucks von denen auch mit hier bei den täglichen Quests farmen. Deswegen gibt es jetzt hier statt damaligen 50, 80 V-Bucks. Das ist die geringste Anzahl an V-Bucks, die man sich bei einer täglichen Quest holen kann. Das ist gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir hier auch welche, da kann man sich 90 erfarmen. Da konnte man vorher die 60 V-Bucks holen. Und es gibt auch welche, das sind die höchsten, wo man sich damals 100 farmen konnte. Das ist dann meistens zum Beispiel schließe 5 Missionen ab. Dort kann man jetzt 130 V-Bucks farmen. Ist insgesamt gesehen nicht schlecht. Wie gesagt, die tägliche Einlog-Sache, die wurde eben entfernt und deswegen, na, ist ja klar. So, es gibt auch noch die täglichen Missionsalarme. Da bekommt man jetzt nicht täglich V-Bucks. Das ist das, wo man zum Beispiel in Twin Peaks hier immer seine 40 V-Bucks holen kann. Da gibt es heute leider keine. Ist ein bisschen schlecht, aber ich mache das Video trotzdem. Hier zum Beispiel bekommt man ja als Belohnung Sturmsplitter, Feuer Plus und Roadtrip-Tickets. Und man würde dann quasi bei so einem täglichen Missionsalarm nochmal 40 V-Bucks extra bekommen. Na, wenn man die. Wie gesagt, es gibt das nicht immer. Meistens ist das bei Missionen wie zum Beispiel evakuiere den Schutzbunker, Datenbeschaffung, reite auf den Blitz oder eben ja, repariere den Schutzbunker. Also meistens Missionen, die etwas anspruchsvoller sind. Bei Erledigen und Sammeln oder Neuversorgung, die relativ easy sind, gibt es das meistens nicht. Wie ich bereits sagte, in Twin Peaks kann man sich da 40 V-Bucks abholen, in Brutal 35, in Plankaton 30 und in Steinwald 25 V-Bucks. Oder Röntgen-Tickets. Ich muss das immer mal mit dazu sagen, weil einige das noch nicht wissen, vor allem die neu angefangen haben. Und du, so ist es. Dann gibt es noch die Sturmschildverteidigungen. Da gibt es ja 10 Stück insgesamt. Man bekommt in Steinwald bei den ersten 9 Verteidigungen jeweils 100 V-Bucks und bei der letzten 150. Das heißt, man bekommt immer bei Sturmschildverteidigung 1 bis 9 100 und bei der 10. Außer in Twin Peaks, da ist das dann nochmal was anderes, das sage ich gleich, bekommt man eben seine 150. Das sind dann pro Welt ja, 1050. Dann haben wir hier dann schon die 2100 und die 3150. Also insgesamt, ne? Wenn man sich immer 1050 pro Welt verdienen kann. Ja, Twin Peaks. So ein krasser Unterschied ist es jetzt auch nicht. Aber es ist was. Da bekommt man am Ende bei der 10. keine 150, sondern 200. Gut. Ich habe es jetzt ein bisschen krasser gehypt, als es ist. Aber es ist trotzdem was Interessantes. Ja, dort kann man sich dann quasi nochmal die 1100 holen, das macht dann insgesamt durch alle ja, Verteidigungen, die es gibt, 4250 V-Bucks. Die kann man sich dann zwar nur einmalig holen, aber es ist wenigstens etwas. Bei den täglichen Quests, wie gesagt, bis zu 3 sammeln sich ja da an. Kann man ja eigentlich unendlich machen, ne? Ist ja klar. Gut, dann haben wir noch eine sehr versteckte Möglichkeit. Das sind auch dann schon die letzten. Die habe ich jetzt leider nicht mehr da. Die nennen sich Imitatorenaufträge. Imitatoren
sind solche kleinen Zombies, die aus solchen Level 3 Kisten herauskommen. Und diese, wenn man die tötet, da gibt es auch eine Quest, da kann man, glaube ich, 20 Mal muss man da 5 Imitatoren killen oder irgendwie so war das. Ihr seht es, wenn ihr angefangen habt und die Quest noch nicht abgeschlossen habt, da kann man sich pro 5 Imitatoren oder pro 7 oder 10, irgendwie so war das, auch immer 30 V-Bucks holen. Das gibt es 20 Mal, das heißt, insgesamt kann man durch diese Quest nochmal 600 V-Bucks holen. Auch einmalig, wenn die Quest durch ist, war es das. Und es gibt auch eine Mission, die nennt sich Halte das Tor offen. Da muss man Sturmschildverteidigungen abschließen. Nicht zwingend seine eigenen, da kann man auch wo helfen. Und wenn man da auch eine gewisse Anzahl abgeschlossen hat, da gibt es auch 20 Phasen, sagen wir es mal so, bekommt man pro Phase 50 V-Bucks. Da muss man halt, ja, für 50 V-Bucks, was weiß ich, 5 Sturmschildverteidigungen abschließen. Dann glaube ich mal 7 oder so. Ich weiß es nicht genau, macht jetzt auch nicht den Unterschied. Auf alle Fälle gibt es das, auch mit 20 Phasen. Das sind dann insgesamt 20 mal 50, 1000 V-Bucks. Ja, ist auch nochmal eine Möglichkeit, durch diese zwei Sachen 1600 V-Bucks abzuholen. In Kombination mit den ganzen Sturmschildverteidigungen sind das dann insgesamt 5000 und 450 V-Bucks. Nein, das macht jetzt keinen richtigen Sinn. 5850 V-Bucks. Ja, ich rechne das gerade im Kopf aus. Ich habe kein Skript. Ja. Wie auch immer. Ja, knapp 6000 V-Bucks, die man sich da einmalig holen kann. Und eben diese täglichen Quests, wie ich das schon sagte. Mehr, ich gehe gerade wirklich im Kopf nochmal alles durch. Gibt es tatsächlich nicht. Die tägliche Einlog-Sache war halt damals ein guter Punkt, um sich eben. Na, es war schön, aber. Naja, die gibt es dann halt jetzt hier. Ist halt eben mehr Aufwand. Schaut euch deswegen auch gerne mal die anderen Videos an, die wir gemacht haben, auch zum neuen Paket. Wichtig, wenn ihr euch das neue Pack kauft, na, ihr werdet dadurch wirklich nur die 1500 V-Bucks bekommen. Ich sag das immer gerne nochmal mit dazu. Es ist wirklich wichtig, weil sonst kommen wir hier wirklich in Turbulenzen. Auch in den Kommentaren fragen dann immer sehr viele. Ich weiß, dass auch so sehr viele Fragen werden, aber da haben wir vielleicht wenigstens schon einigen die Frage beantwortet. Ja, haltet mich natürlich gerne auf dem Laufenden, falls es Informationen gibt. Wir haben doch schon Ödland hier. Das aktualisiert sich auch nie, der Neuigkeiten-Tab. Ja, auf dem, wenn es irgendetwas Neues dazu gibt. Oder, wie gesagt, ne, in den Kommentaren. Ergänzungen. Oder Fragen. Aber natürlich bin ich an erster Stelle dafür da, euch auf dem Laufenden zu halten. Aber falls ich mal etwas ja, verprimen sollte. Ja, wie gesagt, wir machen auch irgendwann mal wieder so ein Video. Wir bauen immer mal ein bisschen drauf auf. Na, ich sagte ja mal wieder ein V-Bucks-Video oder Röntgen-Tickets, je nachdem. Setzt euch das, wie ihr es braucht. Ja, weil sich halt immer mal was ändert und immer mal ein bisschen deaktualisiere. Sache. Ja, ihr wisst Bescheid. Gut, ich wünsche euch nun bis zum nächsten Livestream oder Video eine schöne Zeit. Lasst es euch vom Herzen gut gehen, bleibt gesund und aktiviert die Glocke. Gerne Abo und Däumchen und was weiß ich. Weiß nicht, ob ich das schon sagte. Ich glaube es nicht. Wir gehen nochmal kurz in den Shop, Creator Code FVM und dann bin ich hier in diesem Sinne raus. So. Zack. Genau, damit kann man sich dann die V-Bucks schön. Kann man die V-Bucks schön investieren. Ja, ich werde wahrscheinlich heute doch mal noch V-Bucks fahren. Das Bundle sieht ganz gut aus, ganz oben. Na gut, Leute, lasst euch gut gehen. Ciao, macht's gut.